Sprechung? Jetzt? Hans, ich konnte nicht drangehen, ich bin beim Zahnarzt. Okay, ich beeile mich. Bis gleich. Ich drück den Notschalter, ja. Hoffentlich gibt's hier einen Hausmeister. Die Pfeife. Wetten, dass du das nicht mitkriegst? Was machen wir denn jetzt? Bei dem Betrieb im Haus hört das sicher jemand. Das ist interessant. Das ist sogar sehr interessant. Ich meine, die Frage ist jetzt nur, wo stecken wir fest? Ist das noch der fünfte oder schon der vierte? Ist das nicht völlig egal? Natürlich, wenn Sie das nur als banale Panne abtun wollen, aber... Wenn Sie bereit sind, kreativ darauf zu reagieren, dann kann das von ganz entscheidender Bedeutung sein. Fünf oder vier. Die Null vom Erdgeschoss wäre mir lieber. Hilfe! Wir müssen uns bemerkbar machen. Hallo! Hallo! Wir stecken fest! Entschuldigung, darf ich fragen, wie Sie zu Zahlen stehen? Ich nehme Sie nicht persönlich, wenn Sie das meinen. Ich kriege hier kein Netz. Sollten Sie aber. Zahlen sind mehr als bloße Symbole. Zahlen bestimmen unsere Wirklichkeit mit. Wir stecken hier wie die Sardinen in der Büchse und Sie philosophieren über Zahlen. Wenn beides zusammenhängt? Wenn dieses Missgeschick eben kein Zufall ist? Ich finde, wir sollten jetzt anfangen, auch wenn einige Kollegen noch nicht da sind. Frau Berlin ist unterwegs. Das war sie vorhin aber auch schon. Meine Damen und Herren, die meisten von Ihnen opfern morgen ihren freien Samstagabend, wofür ich mich nochmal ausdrücklich bedanke. Zum morgigen Einsatz. Zentrum ist das Bahnhofsviertel. Es geht um Pkw-Diebstähle im großen Stil. Verstehe ich nicht. Ich kriege nur Ihre Mailbox. Auf Luxusmarken spezialisiert. Vielleicht telefoniert sie. Sie wissen ja, sowas schade. Macht doch Ihr Handy nicht aus. Wir brauchen alle verfügbaren Kräfte. Unser Pech im Lift ist also nichts als die Ankündigung kommenden Lottoglücks. Habe ich das richtig verstanden? Ja, stark vereinfacht. Entschuldigung, ich bin wieder ganz ohr. Ach, plötzlich geht's nur noch um Lotto? Vertrauen Sie mir. Denken Sie einfach nur an Ihre Zahl. Lassen Sie die einfach kommen. Ist ein Datum. Der 20. Juli. Da habe ich meinen Freund kennengelernt. Also, wir haben die 4, die 5, die 7. Und die 20. Und die 20. Da ist Spannung drin. Spür ich. Möchten Sie vielleicht weitermachen? Hm? Welche Zahl würden Sie uns gern schenken? 12.500. Okay, Entschuldigung, ich möchte hier keinen belästigen. Ich dachte nur, es würde uns alle etwas ablenken. Was ist denn mit meinen Zahlen? Ich habe sogar zwei. Die erste ist die 29. 29, danke Ihnen. Warten Sie. Und die zweite ist die 44. Das ist Wahnsinn. Das ist eine total ungewöhnliche Konstellation. Ja, das ist kaum geometrisch, vollkommen irisierend. Darf ich fragen, was diese Zahlen für Sie bedeuten? Das ist jetzt zu persönlich. So, und bitte, meine Damen, wenn möglichst, nicht knicken. Das ist doch wirklich nicht nötig. Doch, doch. Sie tun mir damit wirklich einen großen Gefallen. Wissen Sie, mit dem Glück ist das wie mit der Liebe. Hier. Oh,
darum wie die Liebe. Auch das Glück potenziert sich, wenn man es teilt. Na, endlich. Ja, das war wie nach einem Plan. Er führte uns zusammen, er schuf exakt diese Konstellation und jetzt gibt er uns wieder frei. Wie nett von ihm. Wer denn? Der höhere Zufall. Ach, und bitte, vergessen Sie bloß nicht zu spielen. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Tschüss dann. Tschüss. Gunnar Holm. Lieber Papi, Dänemark ist sehr schön. Achim fuhr mit mir Wasserrutsche. Mami hatte Angst. Dicke Küsse, deine Nele. Schnell den Schreibwaren laden. Ich habe das Heft für die Schule vergessen. Komm, gib mir die Tüten. Ich geh schon mal rauf. Hast du Geld? Ja, Mann. Bewachen so ein Schwachsinn. Wer denkt sich in so einen idiotischen Einsatz aus? Was starrst denn die Lottofee so an? Kranz, wir sind in Position, over. Verstanden, wir auch. Du auch? Darf ich mal? Sag mal, tippst du spontan oder nimmst du über die Geigenzahlen? Was? Der Tippschein. Ach, der. Das ist, also. Das war ich gar nicht. War ein komischer Zufall. Das muss dir doch nicht peinlich sein, ich spiele auch. Immer dieselben Zahlen. Fangen damit bloß nicht an, das ist fatal. Achtung, Jenny, wir gehen jetzt rein. Over. Verstanden, over. Okay, los. 20. Das ist auch nicht doof als meine Zahlen. Geht los. Da kommt wer. Los. Verloren. Nimm noch einen Schnapp aufs Haus. Thomas. Thomas, was siehst du da? Was siehst du hier? Leck mich am Arsch. Gib mal die Spielquittung. Bist du wahnsinnig? Die kann 9 Millionen Euro wert sein. Die schleppe ich nicht so mit mir rum. Dein Tippschein. Danke, komm, wir gehen was trinken. Darf ich dir gratulieren? Ja, ja, natürlich. Geht's dir gut, Volker? Ja, wir melden uns nachher nochmal. Alles klar, dann machen wir alles. Ja, und? Ey, wo hast denn die Zahlen her? Kommt, wir gehen was trinken. Das ist dein Tippschein mit 6 richtigen. Die Superzahl hast du zwar nicht, aber bei dem Jackpot ist das egal. Was für ein Jackpot? Ich stehe zum ersten Mal in meinem Leben einem echten Lottogewinner gegenüber. Aus Fleisch und Blut. Pass jetzt bloß auf die Spielquittung auf. Was denn für eine Spielquittung? Ohne die bist du verratzt. Was hast du gesagt? Volker, das war ein Zufall. Ich finde Lotto eigentlich das Letzte. Ja, okay.
Jenny, aber du hast gespielt. Was? Nein. Nein, das war so absurd, das konnte man nicht ernst nehmen. Sie hat nicht gespielt. Wovon redest du? Ach, nur von einem Tipp mit 6 Richtigen, für den sich unsere liebe Kollegin zu schade war. Ist ja so absurd, dieses Lotto. Ihr geht diese lästigen Millionen. Lotto, da kannst du ja deine Euros auch gleich im Papierschiffchen falten, das ist genauso lustig. Ach, komm halt die Klappe, du hast keine Ahnung. Ich geh jetzt nach Hause und dreh in Ruhe durch. Was, echter Millionär? Ich glaube, wir sind quitt. Das Schicksal und ich. Ich sag dir mal was. Ob dir nun ein Betonsack oder ein Geldsack auf den Kopf fällt, platt bist du in jedem Fall. Herr Kuhlmann, alles, was ich brauche, sind 2 Wochen. Es ist doch nur ein momentaner Engpass. Okay. 10% die Woche, übernächsten Samstag bist du wieder da mit der Kohle plus 20%. Danke, Herr Kuhlmann. Hand drauf. Ich muss mal pissen. Erklär's ihm. Das gibt's doch nicht. Ich werd verrückt. Anja? Ich glaube, der ist tot. Moin. Moin. Sorry für meinen Affentanz, Volker. Das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte mit dem Lift. Wahrscheinlich hätte ich das auch nicht ganz ernst genommen. Wie geht's dir jetzt damit? Das ist Schnee von gestern. Die Wirklichkeit hat mich wieder. Was haben die Hamburger denn so angestellt an diesem Wochenende? Ach, war eigentlich ganz ruhig. Ein Totschlag, versuchte Brandstiftung. Ein tödlicher mit Fahrerflucht. Volltrunkenes Randalieren an einem Imbissstand. Lauter so Sachen. Komisch, das steht gar nicht drin. Gunnar Holm? Genau so hieß der Typ. Sag nichts, ich bin zu spät. Hans, weißt du, was passiert ist? Der Mann aus dem Lift, du weißt doch, am Freitag. Der ist tot. Der wurde Samstagnacht von einem Unbekannten überfahren. Der Fahrer ist flüchtig. Das nennt man Pech. Das nennt man Mord. Der Mann war millionenschwer. Na, Moment, Moment. Sag mal, wo wollt ihr überhaupt hin? Die Unterlagen abholen, was denn sonst? Ja gut, aber scheint doch alles da zu sein. Warum sollen die Kollegen so falsch liegen mit ihrem Verdacht auf Fahrerflucht? Weil die nicht wussten, dass er noch eine Brieftasche dabei hat mit seinem ganzen Lottokram. Das habe ich im Lift gesehen und diese Brieftasche ist weg. Mit Spielquittung und allem. Deshalb ist es Raubmord. Also gut, nehmen wir mal an, Holm wurde wegen dieses Lottokrams umgebracht. Was hätte der Mörder davon? Wenn er den Gewinn einlöst, ist er doch dran. Na eben nicht. Nicht bei einem Normaltipp. Verstehe kein Wort. Also, bei einem Normaltipp kriegst du aus dem Computer eine Spielquittung ohne Namen, die völlig anonym ist. Hast du die Spielquittung, kannst du den Gewinn einlösen. Das heißt, dieser Zettel ist sowas wie Blankoscheck. Sowas wie ein Blankoscheck.
Für wirklich jeden, der damit aufkreuzt. Kinder, ist das nicht ein bisschen dünn? Ich meine, einziger fester Anhaltspunkt, die Leiche hat keinen Lottoschein. Spielquittung, Hans. Wir haben einen Zeugen, der gesehen hat, wie ein Mann die Leiche gefilzt hat. Das kann ja nur irgendein Passant gewesen sein oder der Fahrer selber. Ja, aber genau das glauben wir ja auch. Jemand sah nach Holm und ist dann abgehauen. Und vorher hat er ihm noch die Brieftasche geklaut. Ich weiß, dass Holm die Gewinnzahlen hat und natürlich hat er auch gespielt. Nicht so wie manche. Um 20 Uhr erfährt Holm, dass er gewonnen hat. 3 Stunden später ist er tot. Täter ist flüchtig, jemand war an der Leiche, Gewinnschein ist weg. Mensch, Hans! Jenny, Spielquittung. Spielquittung? Kannst denn nicht mal um Koks gehen oder um Kohle oder um was ganz Normales? Mensch, Jenny, wenn man dich mal alleine Fahrstuhl fahren lässt. Ach, tu's nie wieder. Eigentlich ist es doch gar nicht so schwer. Wer erfuhr zwischen 8 und 11 Uhr, dass Holm gewonnen hat? Ja, aber was ist mit den Leuten im Lift? Die kannten die Zahlen schon vor der Ziehung. Aber sie kannten Holm nicht. Wir waren einfach 4 Fremde, die zusammen stecken geblieben sind. Also bis jetzt haben wir nur seine Angehörigen. Maren Holm, seine Ex-Frau, die sind seit 2 Jahren geschieden, und seine Tochter Nele. Die Frau hat ihn gestern identifiziert. Also gut, ihr kennt die Adresse, warum seid ihr noch nicht unterwegs? Warum sind wir noch nicht unterwegs? Und du? Ich erzähle dem Staatsanwalt, dass wir Lottoscheine jagen. Wir sind ziemlich sicher, dass er im Lotto 6 Richtige hat. Ziemlich sicher, das klingt nach Gunnar. Aber Schriftliches haben sie nicht. Die Spielquittung ist eben verschwunden. Deshalb gehen wir doch von Mord aus. Gunnar hatte 2 Eigenschaften. Er konnte Leuten wunderbar Dinge vormachen, die dann immer verschwunden waren. Wie ihre Dingsquittung. Und die zweite? Hat immer verloren. Ob Börsenspekulation, Spielcasino, Pferderennen, Sportwetten. Oder von mir aus Lotto. Aber diesmal weißt du es nicht, Mami. Nele, du solltest doch in deinem Zimmer bleiben. Die wissen was über meinen Papi. Und du weißt nicht, ob er nicht doch gewonnen hat. Nele, was haben wir uns geschworen? In diesem Haus wird nie wieder über Glück und Pech im Spiel geredet. Ich gehe ja schon. Wir haben aber kein Haus, sondern nur diese Wohnung. Genau, Engel, nur diese Wohnung. Danke. Hat Herr Holm vielleicht noch angerufen am Samstagabend? Nicht bei mir. Achim hatte mich mit seinem Spezialmittel ins Bett gesteckt. Ich war ziemlich hinüber. Ich habe jedenfalls nichts mitgekriegt. Ich hatte das Telefon leise gestellt, damit du durchschläfst. Sie waren also auch hier? Ja, ich hab hier ferngesehen und auf dem Sofa geschlafen. Dann konnte ich immer mal nach Maren sehen. Nachher ist ein Arzt verloren gegangen. Deswegen bin ich ja auch Autodoktor. Wir müssen übrigens ihre Fahrzeuge überprüfen. Maren hat sowieso keins mehr. Es ging auch für Holmes Schulden drauf, nicht, Schatz? Wenn Sie wüssten, wie absurd das ist, Gunnar ermordet. Es wäre so unnötig. Wie meinen Sie das? Dich zugrunde zu richten, das hat er immer problemlos alleine geschafft. Die wollte ich dir zurückbringen. Die hat dein Papi in einem Lift verloren. Sie waren auch mit im Lift? Mhm. Das weißt du? Hat er dir das erzählt? Mhm. Hast du ihn noch gesehen? Ich darf über sowas nicht reden. Weißt du, Nele, es tut mir so leid, was mit deinem Papa passiert ist. Er wollte mich reich machen und ich habe ihm nicht geglaubt. Ja. Papi wollte auch immer andere Leute reich machen. Deswegen hat er so ein wissenschaftliches Buch geschrieben. Mami darf das eigentlich gar nicht wissen. Warum ist deine Mama da eigentlich so streng? Sie glaubt, ich bin erblich oder sowas, weil ich bei einem Preisausschreiben mitgemacht habe, wo man Kuscheltiere gewinnen kann. Echt? Nele? Tschüss. Tschüss.
gleich wieder, ja? Gunnar hat Nele immer mit zum Pferderennen genommen als Maskottchen. Und sie war noch stolz drauf. Und auch mit in diese Kneipe. Achim, wie heißt nochmal diese Kneipe? Café Turf. Die Kleine hing da rum, während er zockte. Ich hab die da zufällig vor ein paar Wochen gesehen. Jetzt wären wir ja nie dahinter gekommen, was die beiden da so treiben. Nele hat nie ein Wort darüber erzählt. Sie ist ein kleiner Panzerschrank. Hat echt Charakter. Charakter? Sie hat gelogen. Vor 5 Jahren hatte Gunnar einen guten Job, war ein guter Ehemann und ein wunderbarer Vater. Was ist denn plötzlich passiert mit seinem Charakter? Das Kabinett des Dr. Lotto. Verrückt. Hast du das Schloss gesehen? Sauber geknackt. Oh. Guck mal, der hat sogar ein Buch geschrieben. Ja. Passt irgendwie gar nicht richtig zu deinem Bild vom abgedrehten Zahlenmystiker. Du musst dir mal seine Akten ansehen. Holm hat hier ein richtiges Büro geführt. Mit Korrespondenz, Rechnung, allem drum und dran. Was? Fürs Lotto? Als Berater oder wie? Naja, ist doch voll im Trend. Der hat auch eine feste Spielgemeinschaft. Zwischen den Mitgliedern alles vertraglich genauestens geregelt. Man lernt nie aus. Da stehen die Adressen der Mitspieler. Hast du das gesehen? Ja. Also, irgendjemand, vermutlich der Mörder, hat hier nach der Spielquittung gesucht. Was sagt uns das? Dass Holm sie nicht bei sich in der Brieftasche hatte. Und die Preisfrage hat Mr. X sie hier gefunden. Na hoffentlich, sonst hat er unseren Herrn Holm ja ganz umsonst über den Haufen gefahren. Und wir hängen in der Luft. Hä? Alles in Ordnung? Ja, alles in Ordnung. Bleib mal kurz dran, Jenny. Gut, Herr Olsen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wiedersehen. Ja? Tschüss auch. Ja gut, dann komme ich dahin. Bis gleich. Tja, und so sitzen wir eben 1 bis 2 Mal die Woche und diskutieren ehrfürchtig Holms neue Zahlen. Dass das jetzt vorbei sein soll, es ist furchtbar. Herr Holm war ein so begabter Mensch, aber chaotisch. Genie und Wahnsinn. Sehr witzig, Frau Klum. Entschuldigen mich, ich muss los. Gut, Herr Ensinghardt, wir haben ja Ihre Nummer. Bitte sehr, obwohl ich Ihnen nicht mehr sagen kann, als dass es absurd ist. Gunnar und ein spontaner Anfängertipp, er hätte niemals seine Strategie aufgegeben. Er hatte eine Strategie? Und ob? Aber manchmal ermüdet die reine Lehre sogar den eigenen Propheten. Nicht Gunnar. Er war ein Überzeugungstäter. Worin bestand seine Strategie? Wie soll man einem Laien die Geometrie des Zufalls erklären? Ich muss zum Dreh. Guten Tag allerseits. Zum Dreh? Ich dachte, Herr Ensikat bezeichnet sich als Theaterschauspieler. Manchmal kann er nicht umhin, in Werbespots zu brillieren. Entschuldigung. Was ist das, die Geometrie des Zufalls? Volker. Herr Holm hatte entdeckt, dass Gewinnzahlen dazu neigen, in diesen Kästchen geometrische Figuren zu bilden. Das ist brillant. Damit tippen wir auch seit einem Jahr brillante Nieten. Und unser Meister schießt mit einem Spontantipp 6 Richtige. Dieses Rabenaas. Es hat ihm kein Glück gebracht. Jetzt mal im Ernst, Frau Engel, Sie zahlen doch nicht an jeden mit der richtigen Spielquittung den Gewinn aus. Wir nehmen natürlich die Daten auf. Oder die Gewinner fordern schriftlich an. Gibt's denn mehrere? Aber ja. Bundesweit sind es 7. Den Checkpot haben 3 Spieler geknackt und im 2. Rang, also 6 Richtige, ohne Superzahl, sind es immerhin 4 Gewinner. Aber doch nur einer aus Hamburg. Da muss ich mal nachschauen. Augenblick. In Hamburg lachte das Lottoglück. Ich habe einen Checkpot-Tipp mit Superzahl. Und 2 mal 6 Richtige ohne, alle von Hamburger Annahmestellen. Also 3 Gewinner in Hamburg.
Und was ist, wenn die mit dem Dings zweiten Rang ihren Gewinn überhaupt nicht abholen? Na, hören Sie, bei einer Quote von ca. 400.000 Euro für jeden. Na, da lohnt sich das vielleicht doch, ja. Gibt es denn irgendeine Frist? Aber ja, der Gewinn verfällt bereits nach 13 Wochen. Aber bereits. Der hatte die Spielquittung nicht bei. Gunnar war mit sowas immer top korrekt. Quatsch, der hat doch alles mit sich rumgeschleppt. Und immer in dieser Brieftasche. Natürlich gibt er vor uns nicht zu, dass er es wieder bei hat. Aber er hat es, war klar, und nun ist er weg. Und Thomas guckt in die Röhre mit seiner Millionärszene. Mensch, 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 ihr miese Peters. Der hatte die Spielquittung bei seiner Frau. Deshalb hat er die auch angerufen. Hat er sie denn erreicht? Nein, hat er nicht. Aber er hat es versucht. Und warum? Um mir zu sagen, Schatz, pass auf die Spielquittung. Nochmal zu Holmes Abgang von hier. Ist es wirklich gesichert, dass die ganze Runde da noch anwesend war? Na klar, ich und die anderen alle. Wir haben doch kräftig hier. Wollte ja keiner nach Hause gehen. Wir kriegen alle so ein bisschen das heulende Elend. Und die ganze Zeit vorher hat niemand die Feier verlassen? Nee, bis auf Envikert eben. Aber der ist ja kaum reingekommen. Und schon war wieder draußen. Mit so einem Abgang. Du Verräter, du! Und so, ne? Mensch, Mensch, der kann nicht anders. Das ist eben das Theaterblut. Tja. Ich habe einfach Lotto gespielt. Probieren Sie es doch auch mal. Cut, cut! Danke, aus! Danke, Drehschuss, danke! Ja, ich bin noch einigermaßen zufrieden. Ja, dann machen wir Schluss für heute. Sehr ja, schön, vielen Dank. Super. Doch, Bierchen, ne? Ja, bis gleich. Ja, komm. Ja, Mensch. Die war doch super. Das freut mich. Grüß Dr. Hamburg, guten Tag. Ich kann es normal, also das ist kein Problem, wenn Sie wollen. Rede zum Aussuchter. Ich gebe ja zu, dass ich ungeheuer wütend auf ihn war, aber ich habe Gunnar danach nicht mehr wiedergesehen. Wofür es leider keine Zeugen gibt. Nein, ich bin einfach nur rumgezogen, ich war außer mir. Das war ja so ein Verrat von Gunnar. An der Geometrie des Zufalls? Herr Ensikert, warum haben Sie uns vorhin verschwiegen, dass Sie von Holmes Alleingang wussten? Herr Ensikert, Ihre Fingerabdrücke stimmen mit einigen in Holmes Wohnung überein. Natürlich. Ich war oft dort. Gunnar und ich haben doch zusammengearbeitet. Sie haben zwar kein Auto, aber sonst haben Sie auf alles eine Antwort. Es tut mir leid. Ich war ein Idiot. Verhaften Sie mich jetzt. Wie kommen Sie denn darauf? Dafür gibt es ja gar keinen Anlass. Vielen Dank, Herr Ensikert. Sie meinen, ich kann gehen? Herr Brehm begleitet Sie nach draußen. Auf Wiedersehen. Wahrscheinlich hast du recht. Wir würden die Quittung nie bei ihm finden. Sollen wir ihn beschatten lassen? 13 Wochen lang? Nee. Außerdem muss er sich so sicher fühlen, dass er die Quittung auch einlöst, wenn er sie überhaupt hat. Und dann hat er zwei anderen Gewinner. Hast du dir einfacher vorgestellt, ne? Haben wir wirklich keine andere Möglichkeit, als abzuwarten, ob der Täter doof genug ist? Die Doofheit des Täters ist der Dreh- und Angelpunkt erfolgreicher Polizeiarbeit. Und außerdem kommst du so zeitig nach Hause. Tschüss. Bist du dir wirklich sicher, dass die Bullen nicht hinter dir her sind? Hundertprozentig. Ich weiß ja auch nicht. Das weiß ich. Aber wissen es die Bullen? Na gut. Wie viele Chancen, dass er die Spielquittung bei seiner Alten deponiert hat? Oh, null. Die hätte das nie mitgemacht. Die hätte das ja alles gehasst. Sag mal, heißt das... Du hast die Spielquittung gar nicht? Wie man bei deinen Schulden noch so grinsen kann, Ensikert,
Du bist überfällig. Also, was ist mit der Dame? Hat sie einen Freund? Ja, doch. Der Gunnar hat mal was erwähnt. Automechaniker oder sowas. Oder sowas. Ich muss mehr wissen. Über sie, über die Kleine, über diesen Freund. Ich möchte aber nicht, dass die Schwierigkeiten bekommen. Weißt du, was du nicht willst, Enzikat? Du willst ja nicht mit dem Gipsfinger in der Nase puppeln. Papi! Papi, komm zurück! Geh weg, du! Nein! Papi! 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 Hey, Nina. Wach auf. Du hast nur schlecht geträumt. Weg! Ich bin ja da. Mami, der Hund, der war so gemein. Was hat er denn getan? Papi hat nach mir gerufen. Und der Hund, der hat ihn weggejagt. Papi, er ist einfach verschwunden. Danach kam der Hund zu mir. Mami, es war Rollo. Dann kann es ja nicht so schlimm gewesen sein. Hm? Oh, Tom. Er war so nass. Sein ganzes Fell war nass. Jetzt ist es vorbei. Du träumst was Schöneres. Hm? Da ist deine Mascha. Ganz trocken. Was war das? Wieder ein Albtraum? Mhm. Arme Kleine. Für sie ist es am schwersten. Ja. Achim, weißt du, wegen dieser Wohnung, die du anmieten wolltest? Ja. Sicher. Ich weiß schon, es ist zu schnell für dich. Ich dachte nur, weil sie gerade frei wird. Ich verstehe mich selbst nicht. Seit Jahren rede ich schlecht über ihn. Nee, das stimmt doch gar nicht. Du hast doch immer zu ihm gehalten. Viel zu lange. Ich weiß nicht. Jetzt, wo er tot ist, ich bin verrückt. Ich muss immer daran denken, wie glücklich wir waren, bevor alles anfing. Verstehst du das? Ich glaube, ich schlafe heute lieber bei mir, okay? Ich rufe morgen früh an, damit ihr nicht verpennt. Du bist so lieb. Nee. Bin ich gar nicht. Ich lieb dich bloß. Dich und Nele. Morgen, Frau Berlin. Moin. Morgen, Jenny. Wir müssen rasch zur Lottozentrale. Einer der Gewinner hat sich gemeldet. Ja, aber nicht Enzikat, sondern ein gewisser Griepenkerl. Warst du shoppen? Ich habe es für Nele gekauft. Irgendwas weiß die. Probier's, aber erst kümmerst du dich um die als gestohlen gemeldeten Pkw, gut? Ich fahre so nicht mit? Nein. Jenny, du weißt doch einen leibhaftigen Lottogewinner überhaupt nicht zu schätzen. Uns interessieren nur leibhaftige Mörder, Frau Gab. Tschüss. Spaß. Samstag, sagen Sie? Guten Tag, Frau Berlin. Hallo. Er wurde gestern auf einem Parkplatz gefunden. Sieht wirklich stark danach aus, dass damit jemand angefahren wurde. Kann man so sagen. Jedenfalls sauber aufgebrochen. Und wahrscheinlich kurz geschlossen. Nehmt euch vor allem den Innenraum vor, ja? Kann aber dauern. Kann man nichts machen. Hans, ich glaube, wir haben die Mordwaffe. Der Besitzer hat den Wagen schon identifiziert. Er wurde ihm am Samstagabend geklaut. Das Timing passt also auch. Na, großartig. Hier ist tote Hose. Der oder die gerieben Kerle sind wie vom Erdboden verschluckt, ja. Ja, was soll's, wir warten eben. Jo, tschüss.
Das ist ein Tagebuch, das man abschließen kann. Dafür sind die kleinen Schlüssel. Und dann kann das niemand sonst lesen? Cool. Früher hatte ich auch so ein Buch für meine geheimeren Geheimnisse. Hattest du auch? Ich habe nämlich viele Geheimnisse. Ich will eigentlich gar nicht. Aber sonst hätte ich ja nur mehr Ärger. Willst du nicht mit drauf kommen? Esst jetzt nicht zu Mittag? Mami ist noch im Geschäft. Wenn er einen Schlüssel kennt. Verehrte Kunden, beachten Sie auch heute unsere Sonderangebote in der Obst- und Gemüseabteilung. Das Kilo Bananen für nur 1,99 Euro oder frische spanische Tomaten, das Kilo für nur 1,49 Euro. Ah, beste Qualität. Da, Frau Holm. Guten Tag, Herr. Prignitz, Prignitz, mein Name. Herzliches Beileid von den Jungs und mir. Danke. Sie waren ein Freund von Gunnar. Ja, ja, mir gehört ja das Café Turf, wo er noch gnadenlos spendiert und mit uns gefeiert hat, als er das erfahren hat mit dem Lotto gewonnen. Übrigens, herzlichen Glückwunsch. Wie bitte, ich verstehe kein Wort. Ja, klar, das kannst du. Verstehe. Wenn wir gerade dabei sind, die Rechnung von Gunnis Fest ist noch offen. Hier 638 Euro, wenn Sie vielleicht mal bei Gelegenheit. Entschuldigung? Aber für manche Geheimnisse war auch mein Tagebuch nicht sicher genug. Dafür hatten Inge und ich noch mal was ganz Besonderes. Und was war das? Na, hör mal, das ist ein Geheimnis. Willst du ein Geheimnis von mir wissen? Ein kleines oder ein großes? Ein kleines. Okay. Jetzt pass auf. Super platzen. Ich darf nämlich abends nicht fernsehen. Mami ist da total verkrampft. Super Platz. Super Platz. Jenny, wie heißt jetzt das Wort? Hey, du bist ja gewachsen im letzten halben Jahr. Und was ist das da unten? Mascha und Bärchen. Ich weiß schon, dass sie nicht wachsen. Die beiden. Das ist Mascha. Hallo Mascha, ich bin Jenny. Weiß ich doch. Du, soll ich dir was sagen? Nele misst mich immer falsch. Sie lässt immer meine Ohren weg. Meine schönen, großen Ohren. Guck mal, wie groß ich bin mit Ohren. Mit Ohren gilt nicht. Das weißt du ganz genau, Mascha. Und wer ist das da? Ich bin Bärchen. Bei mir gelten die Ohren auch nicht. Und wer ist der große Hund da drüben? Ach, das ist bloß Rollo. Den habe ich von Achim. Er mag Hunde. Jenny, jetzt sag endlich, wie das Wort von dir und deiner Freundin heißt. Okay. Kululu. Kululu. Wie cool? Wie sonst eigentlich gar nichts. Aber für Inge und mich hieß Kululu sowas wie, es ist ernst, total dicht halten, niemandem was verraten. Kululu. Ich habe Nele besucht. Jenny hat mir ein Tagebuch mitgebracht. Mit Schlüsseln. Schau mal. Großartig. Und jetzt verabschiede dich bitte von Frau. Berlin. Jenny Berlin. Tschüss, Nele. Ich muss sowieso weiter. Ich kann Sie nicht daran hindern, dass Sie überall mit Ihrer absurden Mordtheorie hausieren gehen. Auch wenn ich inzwischen schon als Lottomillionärin belästigt werde. Von wem denn? Egal. Aber ich lasse nicht zu, dass Sie sich auch noch an meine Tochter heranmachen und ihr dumme Ideen in den Kopf setzen. Frau Holm, das sehen Sie falsch. Wiedersehen. Hoffentlich nicht. Wartet mal kurz. Hey, wartet mal. Papi! Ich muss fragen.
doch keine Angst haben, ich wollte euch nur was fragen. Ich spiele nicht Lotto! Ah! Volker Brehm, krieg mal ab! Aufmachen, Polizei! Also bitte! Ruhig doch, wir dachten, Sie sind von der Presse. Jetzt kommen Sie rein. Kommen Sie rein, aber ein bisschen. Wir haben noch nie Lotto gespielt! Kinder, hört auf, es ist gut jetzt, ja! Ja, ich erzähle Ihnen ja gerne, wie ich auf die Zahlen gekommen bin, aber bitte, mein Herr, es muss unter uns bleiben. Die Verwandtschaft der Spitzkrieg können wir nur noch auswandern. Wenn Sie uns zeigen, dass Sie die Spielquittung gar nicht klauen brauchten, vergessen wir Ihren Namen, Herr Griffenkerl. Normalerweise spiele ich ja seit Jahren immer dieselben, danke, Helga, immer dieselben Zahlen. Das ist vielleicht ein Cheat. Ja, wem sagen Sie das? Und jetzt, das hier sind die Bretter des Schicksals. Oh, die werde ich in Ehren halten. Sehen Sie die Scharte da? Hier. Ich also beim Zuschneiden und reiß mir doch da ganz ekelig die Hand auf. Vielleicht nicht ganz so ausführlich. Ja, aber das war der Punkt. Ich meine, da kam ja die Erleuchtung. Ich blute wie ein Schwein und plötzlich diese Klarheit. Sechs Bretter, Nummer sechs, sechs Lottozahlen. Musste nur noch die Astlöcher zählen. Das ist ja genial. Sagen Sie, und die Superzahl? Na, das war reiner Dusel. Aber hier, sehen Sie, das hat vier, fünf und so weiter. Bis ganz da hinten, das letzte lange, 44 Astlöcher. Ja, jetzt können Sie nachzählen. Das ist nicht nötig. Und Sie würden beeiden, dass Ihr Mann am Sonnabendabend das Haus nicht mehr verlassen hat? Klar. So besoffen wie der Vati dann war, hätte ich ihn nicht mehr aus dem Haus gelassen. Nicht mal für einen Mord, was, Helga? Frau Holm hat sich hingelegt, sie ist nicht zu sprechen. Wissen Sie, ich will doch nur die wissenschaftliche Arbeit meines Freundes Gunnar fortsetzen. Und dafür brauche ich natürlich seine Unterlagen. Das hat alles die Polizei. Außerdem will Maren mit dem Scheiß nichts zu tun haben. Ja, das darf ja nicht einfach alles verloren gehen. Können Sie vielleicht für mich ein gutes Wort einlegen, Herr... Olsen, Achim Olsen. Darf ich mich trotzdem nächste Woche noch mal bei Ihnen melden, Herr Olsen? Vergessen Sie es. Tschüss. Verbindlichen Dank, Herr Achim Olsen. H. Brzezinski. Ach, mit CZ. Vielen Dank, Freunde. Da kommen gerade die Kollegen. Sind Sie in einer halben Stunde noch da? Wunderbar. Danke. Tschüss. Soll ich raten? Komm, du gibst zu, dass es interessant war. Wir stellen die Ermittlungen ein. Wegen Geringfügigkeit. Wer einen Lottogewinner umbringt, der kann kein schlechter Mensch sein. Wenn das ein gewisser H. Brzezinski hören würde. Wir haben nämlich einen neuen Gewinner. Was, wer, wo? Der geheimnisvolle Herr Brzezinski hat sich nur telefonisch bei Frau Engel gemeldet. Spielquittung und Gewinnanforderung kamen per Post, nur mit Angabe der Bankverbindung. Das muss ich sehen. Ich fahre zur Lottozentrale und stelle das sicher, okay? Mach das, Frau Engel wartet schon auf dich. Tschüss. 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 Und wir kümmern uns um diesen... Wir haben Glück. Im Telefonbuch gibt's nur einen. Wir suchen Herrn Brzezinski. Kennen Sie den? Was für ein Herr? Wohnt er nicht hier? Nein. Also, das wüsste ich. Aber bitte, überzeugen Sie sich doch selbst. Bitte schön. Dankeschön. Frau Brzezinski, wir wollten Sie eigentlich fragen... Ach, sagen Sie doch Hermine zu mir. Ich höre das so gern. Frau Hermine, spielen Sie Lotto? Leider nein. Ich habe früher Bridge gespielt. Leidenschaftlich gerne. Aber das geht ja jetzt nicht mehr. Wegen der Tassen. Welche Tassen? Ach, damit ärgere ich doch immer meinen Arzt, dass ich sie nicht mehr alle im Schrank habe. Die Tassen. Die Tassen. Tassen, Gläser. Ja, mein Gottchen, was wollte ich denn? Ah, Frau Hermine, der Likör. Soll ich mal? Oh ja, bitte. So. Und noch einmal.
denn? Prösterchen. Prösterchen. Prost. Prost. Und Sie wirtschaften ganz alleine hier? Nun ja, mit Zugefrau, nicht? Ja, und die Pflegerin kommt auch täglich. Naja, und fürs Geschäftliche, die Rente und so weiter. Da kümmert sich der liebe... Der liebe? Mein Großneffe. Philosophie studiert er. Er ist sehr klug. Uwe! Uwe Hansen! Also wirklich. Uwe Hansen, na ja. Wunderbar. Könnten Sie uns Adresse oder Telefonnummer von Ihrem Neffen sagen? Nun, er wohnt bei seiner Freundin. Aber wo war das nochmal? Ach, wissen Sie, er ruft immer mich an. Das macht nichts, das finden wir schon raus. Frau Hermine, Sie haben uns sehr geholfen, vielen Dank. Wenn Sie vielleicht noch kurz hier unterschreiben würden. Ach Gottchen, wo habe ich denn jetzt wieder meine Brille gelassen? Unterschreiben Sie einen Brief, wo mein Finger ist. Ja, danke. Nein, fahr nach Hause, Volker. Danke. Bis morgen. Tschüss. Also, das Konto ist von der Haspa im Martini-Weg natürlich niemand mehr zu erreichen, aber Frau Engel hält die Überweisung zurück. Wenigstens etwas. Ich bin nämlich schon bei Uwe Hansen Nummer 50. Na, das ist ja ermutigend. Sag mal, was hast du Frau Hermine eigentlich unterschreiben lassen? Mein Urlaubsantrag. Du bist... Das dauert ja noch einen Moment. So, Herr Hansen. Dankeschön. Die Unterschrift ist in Ordnung. Sie haben die Vollmacht über das Konto Ihrer Tante. Was kann ich denn für Sie tun? Es geht um einen bestimmten Betrag, der auf mein Konto weiterüberwiesen werden soll. Kann ich denn jetzt schon den Auftrag dafür geben? Ja, das ist gar kein Problem. Vorausgesetzt... Naja, vorausgesetzt, der Betrag kommt erstmal an auf dem Konto meiner Tante. Das ist ja klar. Genau. So. Handelt es sich um eine größere Summe? 388.370 Euro. 70 Euro, gut. Und wohin soll das überwiesen werden? Danke sehr. Und dann möchte die Polizei mit Ihnen sprechen, Herr Hansen. Herr Hansen! Wollen wir den Fluchtversuch fortsetzen oder geht's unauffällig? Gehen wir. Fassen wir zusammen, Herr Hansen. Sie haben die merkwürdigsten Dinge veranstaltet, um bei der Auszahlung inkognito zu sein. Sie haben sich sogar betrügerisch die Unterschrift Ihrer Tante auf der Gewinnanforderung erschlichen. Und für dieses äußerst verdächtige Verhalten können Sie keine plausiblen Gründe angeben. Ich habe Ihnen doch gesagt... Plausibel ist anders. Sie haben kein Alibi für die Tatzeit. Sie behaupten zwar, Holm nicht zu kennen, aber daran arbeiten wir. Und vor allem können Sie nicht erklären, wie Sie auf die Gewinnzahlen gekommen sein wollen. Glück? Inspiration? Wie soll man sowas erklären? Das ist in diesem besonderen Fall aber ganz unbedingt notwendig, Herr Hansen. Da beweisen Sie mir doch das Gegenteil. Das haben wir vor. Ich nehme Sie vorläufig in Haft wegen des dringenden Tatverdachts des Raubmordes an Gunnar Holm. Ich hole schon mal den Kollegen. Sie können natürlich vorher noch mit dem Anwalt telefonieren. Nee, Moment, Moment. Ich habe einen Zeugen für die Zahlen. Ich habe sie von einer Bekannten. Und die hat sie aus einem Lift. Ja, das klingt verrückt, aber sie hat einen Tippschein bekommen von einem Spinner, mit dem sie im Lift stecken geblieben ist. Also sie hielt ihn für einen Spinner, aber ich hatte gleich so ein Gefühl. Also habe ich es einfach probiert damit. Das klingt in der Tat verrückt. Das müssen Sie uns erklären, Herr Hansen. Frau Peneberg,
Berlin, mein Name, Kripo Hamburg. Dürfen wir Ihnen ein paar Fragen zu Herrn Hansen stellen? Sie? Sie waren noch im Lift? Ja, verrückt nicht. Aber Uwe kümmert sich ja nie ums Geld. Wir leben zu zweit vor meinem Gehalt. Wann ist er denn hier ausgezogen? Sonntagabend. Ich kam gerade von meinen Eltern aus Hannover zurück. Da gab es einen Riesenkrach. Ich wollte nur, dass er die Tutorenstelle an der Uni annimmt. Frau Peneberg, es ging ihm nicht darum. Was Sie da erzählen, das ist Unsinn. Ich kenne Uwe doch. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. So ein Lottogewinn verändert manche Menschen. Jenny, das stimmt nicht. Wer sowas macht, der war vorher schon ein Mistkerl. Der Tippschein ist weg. Ja. Tut mir leid. Wenn er schon so viel Glück hat, warum muss er alles kaputt machen? Herr Olsen, schön, Sie wiederzusehen. Kennen wir uns? Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Kostenpunkt 12.500 Euro. Das ist ein Haufen Geld. Was soll ich denn dafür kriegen? Wagen? Ruhe. Und die Gewissheit, etwas los zu sein. Etwas sehr Unangenehmes. Geht's vielleicht auch im Klartext? Ich biete Ihnen einen Schuldschein von Gunnar Holm über 12.500 Euro. Wollen Sie den übernehmen? Warum sollte ich? Tja, warum? Vielleicht, weil es das Vermächtnis ist von jemandem, der uns beiden ziemlich auf den Nerven ging. So, jetzt reicht's. Hauen Sie ab. Ich muss sowieso. Bis bald. Wir haben heute ganz schön viele in der Schule auf. In Mathe. Wegen der neuen Lehrerin. Du Arme. Ich mach auf. Achim, du bist aber früh. Achim? Hey, was machen Sie denn da? Nicht ist dir schwer, nicht ist dir schwer. Ganz ruhig, ja. Du willst doch nicht, dass er dir wehtut, oder? Das willst du nicht. Bist du jetzt ruhig? Okay. Bitte lass es jetzt. Wo ist sie? Ja. Wo ist die Spielquittung? Ich hab keine Spielquittung. Wer hat da keine Spielquittung? Ich hab sie nicht. Oh Gott, der Hinterhalt ist zusammen. Ich bin ja geirrt. Weißt du, zwei Dinge kann ich nicht leiden. Wenn jemand hysterisch wird und wenn jemand lebt. Also, wo ist sie? Ich hab sie nicht. Du lügst sie schon wieder. Du lügst sie schon wieder. Nicht. Hast du nicht? Wo ist sie? Verdammt nochmal! Das kann doch einfach nicht sein. Bist du ganz sicher? Ja, hundertprozentig. Die weiß nicht, wo die Quittung ist. Ja? Gib sie her. Okay, mach ich. Alles klar. Hier für dich. Hier, ja. Ich? Ja. Maren Holm? Wo ist die Spielquittung? Ich schwöre Ihnen, ich hab... Hören Sie mir genau zu. Ja. Ja, ich höre zu. Ihr Mann hat eine Menge Schulden bei mir. Davon hat er Ihnen wohl nichts erzählt, was? Nein. Also, er hat bei mir einen Schuldschein von 12.500 Euro. 12. Nele! Frau Holm! Ja, ich bin noch dran. 12.500 Euro. 12.500 Euro? Ich... Habe ich nicht. Bis morgen ist das bezahlt, verstanden? Und keine Polizei. Ja, ich verspreche es Ihnen, keine Polizei. Mhm. Ja. Hallo? Er sitzt jetzt draußen. Kannst losgehen? Ja, ja. Sie müssen gar nicht viel sagen. Sie wissen nichts von einem Tippschein und fertig, okay? Mhm. Gut. Sie wollen ihm aber nicht den Mord anhängen, oder? Anhängen? Wir wollen ihm was wegnehmen. Also los. Ja. Laura, Gott sei Dank. Die drehen alle total durch hier. Hast du es ihnen erzählt? Was denn, Uwe?
Ich weiß überhaupt nichts von der Geschichte. Laura, der Tippschein von dem Spinner aus dem Lift. Es tut mir leid, Uwe. Sie machen jetzt einfach Ihre Aussage, Frau Peneberg. Am besten eidesstattlich kommen Sie. Was? Laura, das kannst du nicht machen. Laura, bitte, du musst ihnen die Wahrheit sagen. Bitte, bitte, Laura, du musst ihnen die Wahrheit sagen. Laura, ich bitte dich, sag ihnen die Wahrheit. Laura, ich flehe dich an! Du verlorenes Miststück! Naja, da war die Geschichte Ihrer Bekannten doch ein bisschen zu schräg. Die lügt. Die lügt wie gedruckt. Eidesstattlich? Warum sollte sie? Aus Rache. Weil ich sie sitzen gelassen habe nach dem Gewinn. Ich habe ihr ja sogar den Tippschein aus der Tasche geklaut. Ach so? Na, das erzählen Sie am besten Ihrem Anwalt. Nee. Ich will auch eine eidesstattliche Aussage machen. Da habe ich ein Recht drauf. Hausaufgaben? Also, Engel, wir haben jetzt alles besprochen. Wir müssen doch nur mit Jenny reden. Die sperrt sie alle ein. Eben nicht, Nele. Die Polizei kann uns da nicht helfen. Die kann die beiden Schläger erwischen, aber nicht den Mann am Telefon, der die beiden geschickt hat. Achim wird mit diesem Mann reden, damit er uns nicht mehr belästigt. Das ist doch wunderbar, oder? Ich bringe das alles in Ordnung, Nele. Du musst vor diesen beiden Männern keine Angst mehr haben. Aber die sind doch doof. Die sind trotzdem gefährlich. Aber nur, wenn die Polizei davon erfährt. Versprich mir, dass du mit niemandem darüber redest. Keinem Menschen. Auch nicht Jenny. Ich verspreche es. Und danke, Achim. Kleines. Pass auf dich auf. Keine Angst. Dem Typ geht's nur um die Kohle. Ihr rührt euch nicht aus der Wohnung, okay? Natürlich nicht. Achim, ich... Schon gut. Es ist einfach nicht gewöhnt, dass ein Mann keine Probleme macht, sondern sie löst. Stimmt, das ist echt neu für mich. Du bist Zeuge. Ich habe nicht Kululu gesagt. Ach, sei nicht traurig, dass du weg musst. Bei Jenny wirst du es gut haben. Sehr gut. Jenny ist nämlich richtig nett. Ihre Aussage geht jetzt zum Richter. Sind Sie damit einverstanden? Ja, natürlich. Ich muss mir doch keinen Mord anhängen. Sie sind mein Spitzenreiter, Herr Hansen. Das bin ich. Die neue Nummer 1 auf Brems persönlicher Arschlochliste. Die Konkurrenz ist hart. Herzlichen Glückwunsch. Ich bringe es rüber. Wir schließen uns dieser Wertung an und Sie können sich entfernen. Verstehe ich nicht. Ich darf einfach gehen? Mhm. Und zwar möglichst schnell. Und schweigend. Tür zu. Na gut, das hat ja jetzt Spaß gemacht. Trotzdem sind wir punktgenau wieder am Anfang. Nur mit 2 Spielquittungen weniger. Und was ist, wenn Nummer 3 überhaupt nicht auftaucht? Solche Fachfragen werden nach Dienstschluss nicht mehr beantwortet. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Hier, Frau Berlin. Ich habe was für Sie. Da kommen Sie extra rauf? Was will man machen? Sie kommen ja nicht runter. Bitte sehr. Danke. Wer hat es abgegeben? Mädchen, nettes Gehör. Aber energisch, hat mir die Hölle heiß gemacht, dass ich das nur an Sie persönlich übergebe. Dankeschön. Bitte.
Kululu. Für Jenny Berlin. Geheim. Kululu. Okay, Mascha. Es wird nicht wehtun. Du kennst es doch schon. Uns geht's nicht gut. Warum fragen Sie? Hören Sie zu, Frau Berlin. Wenn Sie was wollen, dann laden Sie mich vor. Und lassen Sie Nele in Ruhe. Ich hab mir solche Sorgen gemacht. Was ist denn los, Schatz? Was ist mit Nele? Sie ist heute Nachmittag abgehauen. Ich bin fast durchgedreht. Geh mal zu ihr. Sie schläft schon. Und bei dir? Da. Gunnars Schuldschein. Ist alles vorbei. Nele kann wieder abhauen, wenn sie will. Komm, zerreiß ihn. Warte. Vielleicht sollten wir uns doch mal diese Wohnung ansehen. Mordkommission Bremen. Jenny, kommst du heute nicht? Nee, Hans, der ist beim Staatsanwalt und erzählt ihm, dass wir wieder ganz von vorne anfangen müssen. Ja? Meine Schublade, wieso? Okay, versprochen. Ich zeig's nur Hans. Wann denn heute? Jenny? Immer schön geheimnisvoll. Nur für Volker und Hans. Der Inhalt darf bis auf Wiederruf niemanden sonst gezeigt werden. Eine Frage des Kulkulu. Was gibt's denn? Jenny, du bist ja wunderbar! Ach, not available, du Ass! Hallo, Nele. Vielen Dank für gestern. Hast du was? Es war echt super doof, dass du bei Mami angerufen hast. Das habe ich dann auch gemerkt. Tut mir leid. Ich musste ihr versprechen, dass ich weglaufe, wenn ich dich sehe. Und was machen wir jetzt? Ich laufe davon. Da drüben auf eine Bank. Haben Sie zufällig meine Freundin Nele gesehen? Vielleicht. Hey Nele, da bist du ja. Du, mir geht's richtig gut. Ich fühle mich viel leichter. Das glaube ich. Hat Jenny dich in ihrem Bett schlafen lassen? Na klar.
Und weißt du was? Ich habe ihr dafür erzählt, wie das mit dem Lottospielen war. Aber Jenny sagt, ich habe keine Ahnung. Na klar. Du warst ja auch nicht dabei. Das waren nur Papi und ich. Und Papi? Nele, wäre das okay, wenn ich das, was du mir jetzt erzählst, meinen beiden Kollegen erzähle? Weißt du, ohne die kann ich nichts machen. Und wenn die mich dicht halten? Die halten dich, versprochen. Außer ihnen wird Kululu nie jemand erfahren, dass du Lotto gespielt hast. Einverstanden? Ja. Also, wie war das jetzt? Ich weiß nur, dass Papi mit den Zahlen aus dem Lift zu dir gekommen ist. Aber warum hat er nicht selbst gespielt? Warum musstest du das für ihn machen, Nele? Also, Papi hat plötzlich geglaubt, dass er der größte Pechvogel auf der Welt ist. Deswegen durfte er nichts mehr damit zu tun haben. Nur ich. Weil ich habe ihm ja schon immer Glück gebracht. Das heißt, Nele musste also ganz alleine Lotto spielen? Mascha, wie findest du das? Das finde ich echt beschissen von Papi. Wo er doch genau wusste, dass Nele da nur Ärger kriegt. Papi war echt in Gefahr. Er hätte aus Hamburg weg müssen, weil er 12.500 Euro Schulden hatte. Stell dir das mal vor. Wie viel sagst du? 12.500. Papi hätte die ihm bis Montag zurückgeben müssen. Sonst hätte ihm der Mann was angetan. 12.500. Idiot. Der Mann aus dem Lift? Nein, am Telefon, der uns die Schläger geschickt hat. Aber jetzt lässt er uns in Ruhe, weil Achim ihm das Geld gezahlt hat. Mann, das darf ich dir eigentlich gar nicht erzählen. Warum tun Sie im Lift so, als ob Sie Fremde wären? Mich auch gewundert, als die beiden draußen zusammen abzogen. Haben Sie das nicht gesehen? Ich weiß nur, dass Holm Schulden bei dem anderen hatte. 12.500 Euro. Ach, deswegen hat er diese Zahl gesagt. Ist das fies. Der andere muss irgendwas mit dem Bürohaus zu tun haben. Genau. So wie der über den Hausmeister geschimpft hat. Vielleicht haben die beiden ja... Oh, ich komm gleich wieder. Ja, ich bin's. Zwei Dinge stehen fest. Holm und der andere Mann im Lift haben sich gekannt. Und ich brauche einen Blindenhund. So spielt das Leben, Jenny. Okay, wo ist der eingestiegen? Ja, 6. Stock. Wir kümmern uns drum. Obwohl, Volker ist eigentlich nicht dienstfähig. Ja, er ist in Trance und betet die Spielquittung an. Tschüss. Sag mal, die beiden haben sich gekannt? Na, den Dämpfer hat's aber verdient nach dem ganzen Zauber. Jenny meint, der andere könnte ein Mieter in dem Bürohaus gewesen sein. So, wie kriegen wir jetzt die zuständige Hausverwaltung raus? Indem der dienstunfähige Volker Brehm jetzt den Haus- und Grundbesitzerverein anruft. Was machst du für ein Gesicht? Hier, vielleicht heitert dich das auf. Ja, das ist er. Kuhlmanns Vollstrafen liegen schon länger zurück, aber die Jungs vom Glücksspiel kennen ihn als illegalen Buchmacher und vor allem als Kredithai. Seine Schulden lässt er durch zwei Schläger eintreiben, aber ansonsten arbeitet er alleine. Passt wie Faust aufs Gretchen. Und wer hätte denn schon längst schnappen können? Und genau das machen wir jetzt. Der ideale Tag für ein Gespräch mit Herrn Kuhlmann. Was ist, wenn die Kiste wieder hängen bleibt? Ich gehe zu Fuß. Das war ein Witz. Ich brauch sowieso Bewegung. Mensch, du bist aber fix. Da ist er. Immer im West, Kuhlmann. Also, erstmal zivilisiert. Vor 10 Minuten war sein Telefon noch besetzt. Oh, oh. Herr Kuhlmann!
Weit kann er nicht sein, wenn er die Tür offen lässt. Was haben wir denn da? Da liegt er. Scheiße. Das ist Enzikat. Ist doch Enzikat. Geht hier runter, ich mach das hier oben. Wir brauchen den Notarzt und Verstärker auf dem Wrangelplatz. Tatverdächtiger in Richtung Hochstraße, Name Enzikat. Einen Moment. Volker! Rechts runter, da! Der Rettungswagen ist schon unterwegs. Ja, mach hin! Einen Krankenwagen in die Pilatusstraße. Was? Schauen Sie mich an. Herr Enzikat. Wer sagen Sie? Herr Enzikat? Herr Enzikat! Was hat er gesagt? Ich bin des Schicksals Tumba Tor. So. Schulterluxation, Ellbogenruptur, Rippenbrüche und eine Gehirnerschütterung. Er hatte Glück. Oh, Gott sei Dank. Wann ist er vernehmungsfähig? Vielleicht morgen. Wir werden jemanden als Bewachung vor die Tür setzen. Ist das okay? Wieso? Der Mann ist doch sediert. Was würde er bei uns sedieren? Wir waren im Lift, Jenny auf der Treppe. Wie soll Enzikat an ihr vorbeigekommen? Naja, vielleicht hat er irgendwas bemerkt und ist an Jenny vorbei in eins der oberen Stockwerke ausgewichen. Erst Holm, dann Kuhlmann. Nee, Hans, das ist zu viel Zufall. Vielleicht, aber vielleicht ist Enzikat wirklich so ein... Wie hat er sich genannt? Des Schicksals Tumbator. Also wenn schon, dann sind wir das. Die paar Minuten zu spät zu kommen. Minuten? Wir sind 3 Tage zu spät gekommen. Hä, wie rechnest denn du das? Einfach ab dem Moment, an dem ich gesagt habe, nein, um die Leute im Lift brauchen wir uns nicht zu kümmern. Holm hat euch was vorgemacht, du bist doch nicht Miss Marple. Nein, aber wenn ein Fehler solche Folgen hat... Folgen, alles hat Folgen. Kuhlmann ist an den Folgen seines Berufs als Blutsauger umgekommen. Guck dir doch mal Hans an. Mensch, was der manchmal für Böcke schießt. Selbst Volker soll schon mal schiefgelegen haben. Selten, aber es kommt vor. Aber ganz so blöd wie du bin ich nun doch nicht, Jenny. Wie meinst du das? Mit einem Sechser in der Tasche kein Lotto zu spielen, das passiert mir nicht. So. Und jetzt noch mal ohne Selbstzerfleischung? Den Mord an Holm hätte ich Enzikat gerade noch zugetraut. Aber Kuhlmann war Profi und wurde entwaffnet und aus dem Fenster gewuchtet. Ich bitte euch, von diesem nervösen Künstler, der wie ein kopfloses Huhn in ein Auto rennt, will auch ein Bier. Bier bitte. Bei dem ganzen Wirbel gestern ist doch eins völlig untergegangen. Wir haben die 3. Spielquittung. Unser bisheriger Ansatz war, Holms Quittung ist im Besitz des Täters. Suche Quittung, finde Mörder. Jetzt haben wir die Quittung, aber leider keinen überzeugenden Täter dazu. Und das Einzige, was uns dazu einfällt, ist, was für ein Pech für den Mörder. Er hat Holm ganz umsonst überfallen. Verstehe, du meinst, das ist vielleicht nur Pech für unseren Ansatz und dem Mörder ging es eigentlich um was ganz anderes. Der Auslöser für den Mord war sicher der Lottogewinn. Die Frage ist nur, war der Mörder wirklich scharf drauf? Oder? Oder hatte er vielleicht Angst davor? Angst vorm Lottogewinn? Olsen. Olsen?
Sag mal, die Spurenfuzzis müssten doch eigentlich durch sein mit dem Unfallwagen. Herr Ensikat, Kuhlmanns Büro ist voll mit den Fingerabdrücken. Jetzt machen Sie es uns doch nicht so schwer. Verstehe ich. Doch, Sie verstehen mich sehr gut. Kuhlmann hat Sie beim Mord an Holm beobachtet und hatte Sie an den Eiern. Keine Eier. Will schlafen. Der Mann ist Schauspieler. Der spielt doch die Rolle seines Lebens. Ja, schon möglich. Das kann aber auch ein Schock sein. Das muss man einfach abwarten. Na toll. Wie wär's denn mit einer Dosis Scopolamin? Die CIA schwört drauf. Ein Scherz. Entschuldigung. Ja, Hans? Das gibt's nicht. Und ihr habt schon Haftbefehl? Ja, ich komme sofort. Ich muss wissen, wo Herr Olsen mit Nele hin ist. Das geht Sie gar nichts an. Okay, Frau Holm, Sie sind vorläufig festgenommen. Und jetzt weg von der Tür. So erreichen Sie gar nichts. Und was soll der Grund dieser Festnahme sein? Die Spurensicherung hat Mikrospuren von Motorenöl im Wagen entdeckt. Sie decken nicht nur einen Mörder, Frau Holm. Sie bringen auch Ihre Tochter in Gefahr. Wie bitte, Sie sind verrückt. Nein, aber Sie sind völlig vernagelt. Akzeptieren Sie endlich, Ihr Ex-Mann hat im Lotto gewonnen. Und deshalb wurde er von Herrn Olsen aus dem Weg geräumt. Also echt? Selbst wenn, Gunnar, warum sollte Achim ihn... In Ihnen? Denken Sie doch mal nach. Stellen Sie sich vor, Gunnar Holm wäre als vermögender Mann, vielleicht sogar vom Spielteufel geheilt, zu Ihnen und Nele zurückgekommen. Wie viele Chancen hätte Herr Olsen noch bei Ihnen gehabt? Achim wusste doch gar nichts davon. Doch. Und hier kommt Nele mit ins Spiel. Wir wissen, dass Herr Holm am Samstagabend mit der freudigen Nachricht hier anrief. Aber er bekam wohl nur Herrn Olsen an den Apparat, dem er das alles brühwarm erzählte. Und was hat Nele damit zu tun? Gucken Sie mal. Das hier ist Neles Versteck, wenn sie abends heimlich fernsieht. Ich glaube, hier hat sie einiges mitgekriegt an dem Samstagabend. Im Zoo. Achim wollte mit ihr in den Zoo fahren. Frau Berlin, hat Nele Ihnen denn erzählt, dass Gunnar angerufen hat? Nein, sie hat mir nur ihr Versteck gezeigt. Und ich habe leider jetzt erst verstanden, was es bedeuten soll. Und warum erzählt sie das nicht einfach? Weil Nele seit Jahren in einem Minenfeld von Geheimnissen lebt. Sie hat mir einen Traum erzählt von Rollo. Einem Hund, der sie mit seinem nassen Fell erschreckt hat. Mit Rollo kann sie nur Achim gemeint haben. In der Mordnacht hat es stark geregnet. Vielleicht war sein Mantel nass. Sie meinen, Achim kam zurück von... hängte seine Jacke auf? Und merkte nicht, dass Nele in der Garderobe steckte. Könnte doch sein. Und, was sagst du? Kannst du dir das vorstellen, wir zu dritt in einer Wohnung? Hier kommt der Große! Ich verspreche dir, ich versuche auch nie, deinen Papi zu ersetzen. Aber wir können noch immer bessere Freunde werden. Ein bisschen sind wir das doch schon, oder? Klar, Achim. Ich war wütend auf dich, weil du Papi am Telefon so ausgelacht hast. Aber du hast mir eben nicht geglaubt, oder? Nein. Ach, das... Was hast du gehört? Ich hab dich gar nicht bemerkt. Natürlich nicht. Jetzt, wo wir umziehen, kann ich dir sagen. Ich habe ein super Versteck. In der Garderobe. Ach, ich hab nichts gemerkt. Nee, du hast doch den Fernseher angelassen, als du weggingst. Und als du wiederkamst, hast du auch nicht bemerkt, dass ich umgeschaltet habe. Cool, was?
können Sie doch nicht so machen, das geht doch nicht. Tut mir leid, es geht nicht. Boah, der geht bis auf den Grund. Nicht so weit, bitte. Das ist Mami. Hey, und Jenny. Maren. Mein Gott, Maren, du glaubst doch nicht. Kommen Sie, Herr Olsen. Bleibst du bei den beiden? Was ist mit Achim? Achim, wo gehst du hin? Tschüss, Nele. Ich muss weg. Vergiss mich. Vergiss mich bloß. Nee. Das mit Kuhlmann war schon in Ordnung. Er hat sie erpresst. Schiebt ihm noch die Kohle für Holmes Schuldschein rüber, damit Schluss ist. Aber für den war das nur der Anfang. Das Arschloch wollte seine Autoschiebereien über mich abwickeln. Und dann sind Sie in seinem Büro? Ja, das alles. Darüber will ich doch gar nicht reden. Ja? Holm. Begriffen, wie verrückt das war. Ich habe dabei nur an Maren gedacht, nur an sie. Nicht an die Kleine. Hätte er das nicht antun dürfen. Witzig. Lass mich doch. Das erste Mal, dass mir ein Lotto was Spaß macht. Achtung, runter! Was ist? Was ist denn? Mauer nichts, komm weiter. Du bist so blöd, Hans. Du bist so blöd! Wieso denn? Manche spielen Lotto und andere quälen die Gewinner. Nach Erhalt der Spielquittung habe ich das Vergnügen, Ihnen einen Barscheck über 388.370 Euro zu überreichen. Danke. Mangels Empfängerin darf ich stellvertretend Ihnen gratulieren, Herr Brehm. Vielen Dank. Ja, das ist schon was Besonderes. Hallo. Hallo. Tag, Frau Holm. Hallo. Darf ich Ihnen Kriminalrat Wolfer vorstellen, den Leiter dieser ganzen Aktion? Tag. Sehr freut. Tag. Guten Tag. Wir müssen das aufklären. Es kann sich hier nur um ein Missverständnis handeln. Hat Frau Berlin es Ihnen nicht erklärt? Doch, dass Sie Gunnars Wohnung noch mal durchsucht und die Quittung gefunden haben. Mit der Anweisung, den Gewinn Ihnen gut zu schreiben. Wenn ich das nur glauben könnte. Dann lassen wir doch die Tatsachen sprechen, bitte schön. Weißt du, was ich mir von dir wünsche? Dass deine Mama irgendwann mal erfährt, wie es wirklich war. Okay. Aber nicht gleich. Das wäre zu viel für sie. Nein, aber bald. Ich helfe dir auch, es ihr zu erklären, okay? Okay, aber bis dahin, Kululu. Kululu. Ja.
Irgendwann bin ich dran, das schwöre ich euch. Lest mal die Geometrie des Zufalls. Holm war echt ein Genie. Und ist zu früh gestorben, wie so viele Genies. Ja, gut, dass wir nur Durchschnitt sind. Ja, wenn man nicht an sein Glück glaubt. Und führe uns nicht in Versuchung. Den Teufel werde ich tun, meine Millionen behalte ich schön für mich. Volker, denk dran, geteiltes Leid ist halbes Leid. Verstehe ich nicht. Ja, kein Wunder, dein Kopf ist ja auch voll mit der Geometrie von Lottokugeln, Astlöchern, Spielquittungen.